Herr Held, ein Unentschieden, was sich anfühlt, irgendwie wie eine krachende Niederlage, oder? Es fühlt sich an wie eine 0-5-Niederlage. Wie kann man nach so einer wirklich guten ersten Halbzeit das Spiel noch so aus der Hand geben? Das sind Fragen, die wehtun, die schwierig jetzt zu beantworten sind. Habe ich selten so intensiv erlebt, dass man Gegner so beherrscht und so eindeutig auch richtig gut an die Wand gespielt hat, mit einer überzeugenden ersten Halbzeit, mit einer nötigen Aggressivität, mit einer Kompaktheit, mit einem intensiven, guten Spiel nach vorne, Torchancen en masse produziert. Ich habe in der Halbzeit gesagt zu den Kollegen von Sky, dass wir nicht konsequent auf das dritte Tor gespielt haben. Das sollten wir schnellstmöglich machen, weil im Prinzip die Fortuna am Boden gelegen hat. Und das haben wir schon in der ersten Halbzeit verpasst. Und dann ist es halt so, dass die natürlich auch mit einer oder anderen Standardsituation in der Lage sind, auch ein Tor zu machen. Das haben sie dann gemacht. Dann haben wir alle insgesamt schlecht agiert. Da kann man keinen rausnehmen, sowohl vorne als auch hinten. Es war sicherlich auch nicht mehr die intensive Laufbereitschaft bei dem einen oder anderen vorhanden, die man in der ersten Halbzeit gesehen hat. Und dann kippt so ein Spiel und dann kannst du sogar noch glücklich sein, dass du eine Unentschieden spielst, weil sie es hätten auch noch gewinnen können. So ist es gelaufen. Glauben Sie, dass es vielleicht in der ersten Halbzeit zu einfach ging und man deswegen in der zweiten Halbzeit die Konzentration verloren hat und vielleicht auch das, was Sie gesagt haben, die Laufbereitschaft? Unerklärlich. Alles. Ich habe Sie selten so sprachlos erlebt. Ja, ich halte mich zurück. Ist besser. Jetzt steht ja bereits am kommenden Dienstag, Mittwoch, die Champions League wieder auf dem Programm. Was muss jetzt in den nächsten Tagen passieren, damit da die Mannschaft wieder so auftritt, wie wir sie heute in der ersten Halbzeit gesehen haben? Über die erste Halbzeit brauchen wir nicht viel reden, weil das war tadellos, aber wir sollten uns alle mal die Meinung sagen und das werden wir morgen machen. Und da werde ich, glaube ich, dann mal anfangen und werden dann mal die zweite Halbzeit miteinander besprechen.